So, da sind wir wieder in dem Spiel, wo in jedem Teil eine andere Planeten anzeigt. Und wir wollen aufs Dach. Dieses Motors letztes Raumschiff. Es ist vollautomatisch und steuert selber nach. Geht's hochfliegen? Wir fliegen los. Ja, manchmal ist es D2, manchmal D2-Liss, manchmal D2-Riss. So, sind wir im Spaceport. Ich mache jetzt mal einen Schnitt, weil ich möchte hier in Skur alle Truhen ausräumen. Dann sehen wir uns gleich hier wieder. Na, guck mal, was da unten rechts ist. Seht ihr das? Kätzchen? Einer hat euch das an jemanden? So, ich habe bis auf zwei Truhen alles ausgeräumt und es hat sich supermäßig gelohnt. Also, ich kann euch ja mal vorlesen, was ich hier alles ausgeräumt habe. 6400 Meseter, 8600 Meseter, 12000 Meseter, Lacon Chest, 18000 Meseter, 5600 Meseter, 7800 Meseter. Ich habe jetzt fast 150.000 Mesetas. Die werde ich auch demnächst brauchen. Zwei Truhen habe ich noch nicht ausgeräumt, weil die liegen jetzt eigentlich auf dem Weg, wo wir lang müssen. Er macht doch wieder Uwe Spaß jetzt durch die organischen Gegner. Klingt doch ein bisschen schöner als die Roboter vorher. Ja, der Skur, wie gesagt, so eine Art Verteilerknoten auf die Zoris. 15.000 Deceter. Von hier, von diesem Raumflughafen, in alle Richtungen, könnt ihr in alle Richtungen denn auf den Planeten und hinauskommen. Also wir müssen hier noch öfter durch, wenn wir in andere Städte wollen, weil es ist wie so ein Tunnelsystem. Stiefel wartet. Wird halt gleich Rolf angelegt. Könnt euch das ja mal angucken. Also ich habe jetzt schon ganz schön hochgelevelt, als ich hier eben durchgegangen bin und muss sagen, bin immer noch nur am Heilen. Anna ist halt hier momentan der absolute mächtigste, den ich im Team habe. Ihr seht, sie zieht am meisten ab und dann noch zweimal bei allen Gegnern. Einfach perfekt. Ja, vielleicht ist es euch ja aufgefallen, ich benutze eigentlich so wie überhaupt keine Magie im Kampf. Weil ich eigentlich die Kämpfe nur relativ schnell überspringe. Dazu kommt immer noch, dass ich mir nicht merken will, welcher Zauber welche Funktion hat. Ihr seht, ich bin fast wieder tot, also es regnet hier vorhin die ganze Zeit, als ich den Cape ausgeräumt habe. Und ich muss sagen, ich bin wirklich super heilfroh, dass ich mich dafür entschieden habe, Amy nochmal mitzunehmen. So, wir wollen in die erste Stadt nach Zosa. Übrigens ist es hier jetzt nicht mehr so, dass wer in eine neue Stadt kommt, zu Hause einen neuen Begleiter findet. Wir haben alle Begleiter. Ein kleiner Tipp. Ja, also ich habe euch ja erzählt, dass Shear klauen kann. Das macht das lernt er ab Level 10 und schafft es auch nur, wenn Nai nicht mehr dabei ist. Jedes Mal, wenn sie auch was klaut, findet ihr sie wieder in zu Hause. Wenn ihr also jetzt hier auf die Zoos seid, wie ich jetzt, und ja, ihr kennt die vielleicht hier noch aus Fantasy Star 1. Ja, wenn ihr auf die Zoris seid, das ist natürlich ein Problem. Wenn sie was klaut hier im Geschäft, müsst ihr jedes Mal zurückfliegen nach Palma und so weiter. So, bis gleich.
Was ich ganz vergessen habe, ihr habt ja gerade eben gesehen, wenn man jetzt jemand anspricht, versteht man ja nicht. Genauso wie es im Laden drin. Verstehst nicht, fliegst wieder raus. Du findest, hast du auch gerade in Score gefunden, Magic Caps und Magic Caps. Wenn du Magic Caps aufsetzt, belügen die dich alle. Verstehst du auch, die belügen dich alle und die haben teure Preise im Laden. Das Magic Cap, du verstehst alle und die erzählen die Wahrheit. Also setzt jetzt eben das Magic Cap auf und du hast die günstigeren Preise und verstehst die. So, ich shop mal und dann sehen wir uns. So, willkommen wieder in der Stadt mit dem Menschen mit den harten Körpern. Geile Übersetzung und geile Bugs. Hier, Wunderscore. Ja, beim Thema geile Bugs. Also ich musste gerade zwischenzeitlich umswitchen auf die englische Version, weil bei der deutschen Version so harte Bugs waren, dass man es als Hardcore-Cheaten hätte betrachten können. Bezieht sich auf Rudo. Er konnte gerade Rudo, wenn ich dem neue Waffen gekauft habe, hat er die tatsächlich auf den Kopf aufgesetzt. Ja, dadurch kam man dann auf Angriffswerte von mal so 500 noch was, und wenn ich ihm dann noch einen Helm zusätzlich gegeben habe, kam auch Verteidigungswerte, wo der Zähler nicht mehr aufhört, die Verteidigung hochzuzählen. Also wir waren irgendwann bei 4000 oder so, Quick Note gemacht. Mir sagt doch sehr buggy. Ich spiele nicht an die Cheat. Er kriegt zwar gleich eine neue Waffe in der nächsten Stadt, aber ich wollte auch den kurzen Zeitraum da nicht mit Cheaten spielen. Apropos Rudo, er könnte mal heilt werden. Ich hätte generell eben mal heilen können, als ich dann im letzten Dorf war, aber halt oben vergessen. Ich war so beschäftigt mit den Leuten mit den harten Körpern. Ach ja. Ja, was machen wir? Momentan laufen wir zur nächsten Stadt, weil so, wir haben drei Städte in. Wolf, Anakin, Davis. Aber wie gesagt, ich habe mit einfach vergessen, dass ich heilen wollte. Aber ich hoffe, ich schaffe es auch so. Übrigens hier drin nicht wundern, SK-Pipes funktionieren nicht und so, weil wir eigentlich an der Oberfläche sind. Also wer da weg will, muss Hinas, muss Rüka benutzen oder ein Telepipe, aber nicht ein SK-Pipe und auch kein Hinas. So. Wobei mir auch viel, dass gerade eben wieder elektronische Gegner da waren, und hier auch schon wieder. Ich weiß ja auch nicht, was das soll. Ich will meine Häschen weiter bekämpfen und so. Ja, ja. Ich frage mich gerade, ob hier auch so wie ein Eisdiger hat oder überhaupt ein Fahrzeug im Zweifel. Außer dieses Boot, was wir schon hatten. So. Wenn ich mich recht erinnere, sind die doch etwas stärker gewesen. Fragezeichen.
War nicht gegen Shi gegen Rudo? Irgendwie haben die überhaupt keine Chance gegen elektronische Gegner. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, dass Rudo zweimal angreift pro Runde. Aber wie gesagt, nehmen ihm die Waffe sowieso gleich wieder ab. So. Sind wir in Aufbau. So, wieder mal ein Aufbau, was für euch jetzt nur Sekunden waren, war für mich eine Ewigkeit. Ihr seht, ich spiele die englische Version wieder. Hat Gründe. Ich habe mir gerade den Spielstand eben mal komplett abgeschossen mit der deutschen Version. Ich war so buggy. Ihr habt ja mitbekommen, dass Rudo schon zweimal geschossen hat. Ich habe das überprüft, das soll nicht der Fall sein im Normalfall. Ja, im Normalfall soll er nur einmal schießen. Das war einer der Punkte, der andere war, er wurde jetzt unverwundbar. Hat auch nicht viel Spaß gemacht. Ja, der Spielstand war auch nicht mehr zu retten, also ich habe es versucht mit... die Waffen abzulegen in der englischen Version, das ging nicht mehr, ich musste einen älteren Spielstand nehmen, wo wir gerade auf die Zoos angekommen waren. Bis gleich. Ja, ja, bin ich da. Also, ich musste einen älteren Spielstand nehmen, was nicht so schön war, ich musste alles wieder hierher spielen und so weiter, da verliert man so ein bisschen die Lust. Ich hab's probiert, also ich werde jetzt erstmal die englische Version weiterspielen. Vielleicht, wenn ich ausgerüstet bin, switch ich vielleicht wieder rüber in diese deutsche Version. Wenn nicht, dann werden wir den Rest des Spiels mit der englischen beenden. Weil cheaten will ich nicht, dann kann ich auch gleich einen Hex-Editor nehmen und mir unendlich Leben zaubern. So, wir sind auf der Suche, um mal wieder zum Spiel zu kommen, wir sind auf der Suche nach der letzten Stadt. Ja, da marschiere ich gerade hin. Wie gesagt, man scrollt alles aus. Na, was hat er jetzt schon wieder? Frames hoch, bitte. Ja. Achso, wer jetzt keine Quick-Save-Funktion hat, weil er einen anderen Emulator hat oder vielleicht original auf Mega 3 spielt. Wer Shia hochlevelt auf Level 10, nein, nicht mehr hat, kann mit ihr in Paseo Gegenstand klauen, indem man in den Haupttower geht, da wo die Bibliothek ist und so, und dann verschwindet sie auf jeden Fall. Dann klaut sie einen Gegenstand, mit dem es möglich ist. Wenn man, den kann man so oft benutzen, wie man will, und dann kann man speichern, wann man will und wo man will. Das ist ganz normal vom Spiel, also. So, wir sind in der letzten Stadt Ryo und frag mich mal ein bisschen durch und dann kaufe ich ein und dann sehen wir uns wieder.